Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aussteller, liebe Gäste, ich freue mich sehr über Ihr Interesse an der Kunst und den vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, die sie uns bietet. Das ungebrochene Interesse an diesem Projekt zeigt uns, dass Präsentation und Austausch von und über Kunst ein elementares Bedürfnis für jeden Künstler und Kunstinteressierten darstellt. Wir bieten daher gerne ein Forum für Künstlergespräche mit der Möglichkeit, ihre Werke ungefiltert zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Die Wiesbadener Freie Kunstschule bemüht sich seit über 50 Jahren, Qualitätskriterien für Kunst zu formulieren, die dem Lernen die universellen Grundlagen der ästhetischen Kommunikation für kritisches Denken und genaues Hinsehen zur Verfügung stellen. Man könnte sagen, eine Kunstlehre stellt Instrumente des Verstandes auf, um die Herrschaft des Verstandes über die Natur des Menschen und der Umwelt aufzubrechen und in Frage zu stellen. Kunst kann Regionen zu Regionen vordringen, die einer nüchternen Rationalität verborgen bleiben müssen. Das Unmögliche scheint auf einmal möglich. Farben und Formen können den Betrachter unter Umständen in seelische Schwingung versetzen. Farb und Form bilden eine Art göttliche Klaviatur der seelischen Vibration. Nicht umsonst begleiten und beeinflussen sie uns durch den Alltag und formen Sinn und verbreiten Stimmungen. So schult die Wiesbadener Freie Kunstschule Menschen im Umgang mit diesen, man könnte sagen, göttlichen Instrumenten. Und auch im Rahmen der objektiven Werkbetrachtung wollen wir herausfinden, warum ein Bild wirkt, wie es wirkt, und beurteilen, ob die göttlichen Instrumente die göttlichen Klänge freisetzen können, die im ästhetischen Material schlummern, ob der künstlerische Geist dieses ästhetische Material angemessen verarbeiten konnte. Einige von Ihnen haben sich bereit erklärt, jetzt im Anschluss Ihr Werk vorzustellen. Und wir freuen uns sehr darauf, Ihnen zuzuhören und mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. In jedem Werk sind die Mechanismen der Klangerzeugung aktiv und gerne können wir gemeinsam erörtern, inwieweit sie den Anforderungen einer universellen Bildsprache entsprechen können. Obgleich wir dieses Projekt kostenfrei und ehrenamtlich anbieten, haben wir eine Spendenbox aufgestellt. Es wäre toll, wenn Sie mit Ihrem Beitrag die Kontinuität dieses Projektes garantieren könnten. Wie Sie sich vorstellen können, ist die Planung und Arrangierung von Ausstellungen sehr zeitaufwendig, Zeit, die letztlich für andere Projekte fehlt. Besonderen Dank gilt insbesondere unserer Initiatorin und Kuratorin Linda Destari, die sich mit ihrer ganzen Zeit und mit Herzblut trotz dreier aktueller Trauerfälle in ihrer Familie für dieses Projekt einsetzt. Vielen Dank von mir auch an alle Aussteller, die uns ihre Werke zur Verfügung gestellt haben. Der Dank geht an Venkata Bielefrank, Isabel Lessing-Pees, Günther Brandl, Ashun Chiruparambil,
Erika Fröhlich, Hans Heinemeier, Susanne Häuser, Klaus Hoffmann, Petra Karsmiede, Bernd Kurt Klemann, Sophie Löffler, Brigitte Mahn, Rosemann Ivo Denisi de Brose, Juan Horta, Ranhild Paul, Thomas Rischmann, Rosa Ruiz, Johanna Schöhl, Natalia Schwank, Udo Sender, Florence Solvay, Michael Storck, Marie Fritzka und Herbert Wegelin. Vielen herzlichen Dank. Die Ausstellung ist damit offiziell eröffnet. Danke. Wir haben eine Reihenfolge der Diskussionsrunde. Ich würde sagen, in den nächsten kommenden 10 Minuten fangen wir damit an, ganz locker. Wer Interesse hat, stellt sich dazu, diskutiert mit. Und ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit, viel Vergnügen, schöne Diskussionen, einen schönen Tag. Danke.